Willkommen zurück bei Diablo. Wir sind immer noch in dieser dusseligen Höhle hier. Oh. Wut alle. Jetzt sind wir... Ach nee, da unten geht's weiter. Zwei etwas größere... Naja, Boss-Mobs will ich sie erstmal nicht nennen. Hatten wir jetzt bereits hier in der Höhle. Jetzt scheinen wir durch zu sein. Das geht hier einmal im Kreis lang. Gab ein paar nette Sachen. Eine neue Armbrust. Den anderen Krempel werden wir verkaufen. Beziehungsweise zerlegen. Um Rohstoffe rauszuholen, die man dann entsprechend wieder weiter vercraften kann. Jo. Okay, das scheidet ihr weh. Ne, da waren wir noch nicht. Ah, das habe ich gesucht. Okay, das war jetzt nicht so doll. Also in diesen Höhlen, in diesen Dungeons, in diesen kleinen, die man so unterwegs findet, in die man jetzt nicht zwangsläufig durch eine Quest reingeschickt wird, da ist am Ende... Diese hier war jetzt doch ein bisschen größer als ich kenne, ist am Ende des Dungeons immer eine Schatztruhe, in der man nette Sachen findet. Gold immer, gelegentlich auch mal neue Ausrüstung. Ich muss jetzt, wenn ich hier mit der Folge durch bin, auch mal schauen, was ich für einen Schwierigkeitsgrad eingestellt habe. Irgendwie scheint es mir doch irgendwie gerade arg leicht zu gehen. Allerdings habe ich auch nicht verstellt. Das müsste also eigentlich genauso sein, wie ich es von meinem Zauberer gewohnt bin. Ich brauche mehr Hass, um das zu tun. Natürlich sind wir auch noch am Anfang. Also die Monster, die man am Anfang trifft, sind jetzt... eigentlich nur dafür da, um einem das Leveln zu erleichtern. Da sind jetzt noch nicht so die großen Fetten dabei. Der Skelettkönig wird dann so der erste große echte Bossmob sein. Wobei auch der im etwas schwereren Schwierigkeitsgrad mit dem Zauberer mir nicht wirklich schwer gefallen ist. Keine Ahnung, wie es mit dem dann sein wird. Ich habe nicht genug Hass. Na, gehst du kaputt? Oh, Zeit, diese Monster in Hände zu setzen. Gelb. Oh je. Sind wir ja nicht so günstig gelaufen. Kleinvieh wegbekommen. Ah, die werden von dem Burschen hier gespawnt. Jetzt haben wir ihn kaputt. Nicht genug Hass. Armschienen hatten wir ja lange nicht. Eine neue Rüstung. Sehr schön. Oh, mit schicken Umhang. Die gefällt mir ja gut. Haut ab, ihr seid lästig. Also die Lebenstränke einzusammeln, ich brauche mehr Hass, um das zu tun. Macht jetzt nicht unbedingt Sinn, wenn man nicht gerade angeschlagen ist.
Mit Bande. Jetzt ein Buff für 2 Minuten. Eure Ressourcengeneration, achso, ist erhöht um für 2 Minuten. Die stellt jetzt am Anfang auch nicht unbedingt ein Problem dar. Selbst der Hass, wenn ich ihn verbraucht habe, lädt sich relativ schnell wieder auf. Axt können wir nichts mit anfangen. So, wir haben den Friedhof gefunden. Das ist jetzt ein Porter, ein Teleporter. In entsprechenden Abständen auf der Map findet man die und kann jederzeit auch mitten in einer Quest in seine Basis, in dem Fall jetzt Neutristram, zurück teleportieren, um sein Inventar leer zu machen, erstmal in eine Kiste zu tun oder aber auch gleich zu verkaufen oder zu vercraften. Um dann wieder in die Quest an diese Stelle zurück zu teleportieren und dann kann man dort entsprechend einfach weitermachen. Das ist sehr praktisch. Gold habe ich schon ganz ordentlich, das liegt daran, also gegen die richtigen Cracks habe ich natürlich nicht ordentlich, sondern relativ armselig wahrscheinlich, aber so viel Gold habe ich jetzt eigentlich auch nur, weil ich schon einen etwas größeren Charakter habe und das zählt für alle Charaktere zusammen. Unterhalb des Friedhofs. Also werden wir wohl in eine Krypta müssen. Bietet sich an. Was haben wir denn da schön mit? Ein neuer Gürtel. Hervorragend. Immer schön alles zerlegen, was man findet, was irgendwie zerlegbar ist, wird einem angezeigt. Ich habe nicht genug Hass. Au! Oh Gott. Hau mich nicht. Jawohl, so macht es Sinn. Dagegen schießen anstatt auf den Mobs. Achtung, er platzt. Eine Handarmbrust. Das ist dann... Ja, beidseitig. Verstehe. Braucht man also 2 von... Kann man 2? Macht es jetzt Sinn, die Handarmbrust zu benutzen? 5 bis 16 Schaden und die große Armbrust macht mindestens 9 bis 11. Also werde ich erstmal die große weiterverwenden. Wir werden uns dann allerdings mal eine zweite benutzen, besorgen, um dann 2 benutzen zu können. Das wird dann sicherlich... mehr Schaden machen.
und nebenbei merkt natürlich viel cooler aussehen. So, was suchten wir hier unten nochmal? Den Altar. Ein Altar. Nicht genug Hass. Drüber Kristall ist, sind Rohstoffe zum Craften. So ein Zeug bekommt man auch, wenn man Gegenstände zerlegt, die man gefunden hat. Mehr Hass, um das zu tun. Schreckt mich doch nicht so. Auf der Suche nach dem, jetzt werden wir in die zweite Ebene runter müssen. Ich habe das Gefühl, die Krone ist in der Nähe. Ich habe das Gefühl, dass der Aua macht. Oder auch nicht. Aua. Na gut, so doll war es jetzt doch nicht. Stiefel. Perfekt. Die Unbegrabenen werden aus menschlichen Leichen gebildet, die ohne ordentliches Begräbnis in Massengräber geworfen wurden. Dieses grässliche Gemisch aus Leibern verrottet zu einem gemeinsamen Wesen, durch düstere Magie zusammengehalten. All mein Wissen. Und ich konnte doch nur vor ihnen fliehen. Und ich würde jedem vernünftigen Menschen raten, dasselbe zu tun. Wir fliehen doch nicht. Grabstätte des Kanzlers. Jetzt wird sicherlich der Altar hier irgendwo sein. Oh. Yeah.
Ich werde nicht erlauben, dass ihr dieses Monster Leoric erneut auf die Welt loslasst. Oh. So, und da haben wir zwei. Hervorragend. Na, wenn das nicht cool aussieht. Und gleich Level 8. Müssen wir jetzt ernsthaft den ganzen Weg zurücklaufen? Ist so, als wenn es normalerweise eine Abkürzung gibt. Aha, genau so war es doch. Gut, wir haben den ersten Teil erledigt. Wir teleportieren jetzt zurück nach Neu-Tristram. Und wie es weitergeht, schauen wir dann in der nächsten Folge. Ciao, ciao.